Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Gunnar alias die fette Kokette und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Review hier auf meinem Kanal. Heute geht es um Scum Tony. Tomi? Tomi? Scum Tomi? Scum Tomi. Das hat mir der Rudi zugeschickt, das ist der Sänger der Band und der hat mal gefragt, ob ich dazu eine Review machen möchte. Das ist das Album Planet Terror, ist unter End War Records erschienen im Februar diesen Jahres, glaube ich. Und ist, lasst mich nicht lügen, moderner Brutal Death Metal. Die Band gibt es seit 2017 und ich würde sagen, wir schmeißen die erstmal rin. Ach ja, und wer sich fragt, warum mein Ohr so rot aussieht, ja, das ist irgendwie ein bisschen entzündet. Wollten wir unbedingt mal wieder Tunnel machen und irgendwie war ich ein bisschen zu schnell und ja, passiert. Mein Gott, heilt ja alle wieder. So, ich würde sagen, es gibt ein Intro. Und das hören wir uns jetzt auch einfach mal wunderbar entspannt an. Ich bin sehr gespannt. Das Intro geht 2 Minuten. Macht das mal so, damit ich auch ein bisschen was zu erzählen habe. Ich kenne, wie gesagt, das Ganze soll, was hat er geschrieben, der gute Rudi? Also es geht so um Filme, Spiele, Serien, weil das alles Nerds sind, was ich schon mal super cool finde. Aber Brutal Death Metal, naja, ich hatte jetzt schon Schiss, dass es Deathcore sein könnte. Also das Cover ist schon mal ein bisschen abgedreht, war. Erinnert so ein bisschen, ja, ich würde schon sagen Cannibal Corpse Style, aber ja, so von der Zeichnungsart her, ne? Oh. Boys and Girls. Okay. Ich bin so gespannt. Das erste Lied danach geht 1 Minute 25. Das hat sein Klick hier abgedreht. Planet Terror. Na, hier steht's auch nochmal. We are metalheads, we love gaming while watching series. Why not kombinieren? Ja, warum nicht das Ganze kombinieren? Hier ist auch nochmal die Band. Das ist hier übrigens der Rudi. Der hat mir das Ganze zugeschickt. Vielen Dank nochmal dafür. Wir verstehen uns auch super. Also auf Anhieb. Also es gibt keine Lyrics drin. Dieses Intro. Ich bin gespannt. 1 Minute 25. Okay. Ich bin jetzt echt gespannt. Jetzt ist gleich vorbei das Intro. Dieses abgespaced da drin, das ist irgendwie geil. Finde ich gut. Oh, alter Schwede. Ja, manche Leute haben ihm nachgesagt, wie ihre Musikrichtung heißt. Outsider Slam. Seitdem tragen sie dieses Genre genau. Ich geh mal weiter. Wir machen mal Planet Terror. Das ist ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das. Ah ja, das sind ja alles die Namen, ne? Planet Terror erinnert sich der ein oder andere vielleicht. Das ist von Robert Rodriguez ein Film. Ne, der hat ja zusammen mit... Oh, wie hieß denn der andere? Es ist mir der Name echt entfallen. Nicht Antonio Banderas. Quatsch. Oh, wie hieß er denn? Robert Rodriguez und Quentin Tarantino. Genau, die haben ja so eine B-Movies da gemacht. Robert Rodriguez Planet Terror mit Bruce Willis und übelste Zombies-Blatter-Orgie. Und boah. Alter. Geil. Der Rudi, ey.
Ey, das ist wirklich, ohne es böse zu werden, aber einfach so ein bisschen stumm so. Ich find's gar nicht mal so schlecht. Ah, sehr geil. Okay, wir müssen ja mal an. Dark Souls, wenn es die Spielereihe ist, wo ist denn mein Cursor? Da. Dark Souls, der 8. Song. Okay. Oh, ich sehe gerade, Nummer 6 ist Evil Dead. Ich zeig euch jetzt einfach nochmal. Also man sieht hier wirklich, also wenn es nach Spielen und Filmen geht, Black Terror, Evil Dead, Dark Souls, New Dawn, weiß ich gerade nicht so richtig. The Long Dark ist auch ein Spiel, The Italian Stallion. Alter Schwede, geil. Die Songs sind auch nicht sonderlich lang. Also nur 3 Minuten geht, ja, also knapp unter 4 Minuten meistens. Das Gute ist, man kann halt nicht wissen, was er singt, weil es gibt ja einfach keine Lyrics drin. Ich weiß gar nicht, ob es auf der Webseite, ihr findet übrigens alle zu Scumtomi. Ey, Scumtomi, ich weiß gar nicht, ob das richtig ausgesprochen wird. Alles in der Videobeschreibung, da findet ihr den Bandcamp-Link. Da könnt ihr euch das Album digital kaufen, wenn ihr wollt, für, was, 7 Euro. Oder die CD für 10 Euro und ein Shirt, kostet, glaube ich, 17 Euro. Hat auch so eine Frau da an, so mit... Und so weiter, ihr wisst schon. Aber ich mag, Leute, ich mag Nerds. Ich bin selber ein Nerd, ich liebe sowas und ich feiere sowas. Und ich finde es cool, wenn Leute sagen, wir mögen Filme, Spiele, Serien und wir kombinieren das Ganze mit einer geilen Musikrichtung. Das ist schon cool, finde ich super. Wenn man sich dann selbst nicht ernst nimmt, ist das super geil. Ich bin so froh, dass es kein Deathcore ist. Ja, ohne hier irgendwie Deathcore schlecht zu machen, aber dann lieber so. Bei Deathcore soll ich... Ich glaube, die Jungs hatten einfach Spaß bei der Aufnahme. Iro Cosone. Wir machen mal 11. Italian Stallion featuring Iro. Ja, geil. Ja, die Ansage. Ja, geil. Ja, liebe ich. Finde ich gut. Aber jetzt möchte ich mal wissen, wer ist denn dieses Iro Cosone? Spricht man den richtig so aus? Das muss ja Adrian eigentlich total gefallen, ey. Alter Schwede. Ich weiß gar nicht, wie man den jetzt schreibt. So? Das ist ja Bonus. Guck mal gerade nach, ob ich krieg irgendwie das mit dem Namen gerade nicht so hin. Will gerade. Ach, Liro! Ach, Liro als die Person. Spirit of Metal. Name Liro Cosone. Ich hoffe, ich spreche richtig aus. Athletic Intenstein? Ich weiß gar nicht. Aber mehr Informationen kriege ich ja auch nicht. Okay. Das ist jetzt aber nicht das Rocky-Theme, oder? Bam, 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 bam. Bass, ey. Geil. Da wie so ein Schweinegrunzen, ey, alter Schwede. Ey, Leute, wenn ihr mal nach Berlin kommt oder in der Umgebung seid, unbedingt Bescheid sagen. Ey, das würde ich mir gern unbedingt mal live angeben. Geil. Achso, habe ich euch eigentlich gezeigt? Es wurde mir ja auch ein Fleck zukommen lassen. Ich weiß gar nicht. Ah, das ist zu klein, weil ich weiß halt nicht, wo der Sensor ist. Hier, fang nochmal das Scheißding da. Kuckuck. Ah.
Alter Schwede. Okay, wir machen einen Song. Einen Song geben wir uns noch. Wir machen mal Evil Dead. Sam Raimis Evil Dead, Tanz der Teufel, kennt wahrscheinlich jeder oder sollte jeder mal gehört haben. Schön mit Bruce Campbell als Ash. Ich liebe diesen Film. Da gibt es auch eine Serie zu, glaube ich, mittlerweile auch. Es ist natürlich immer die Frage, ob das natürlich daran angelehnt ist, aber wenn die Serien Filme lieben, gehe ich mal von aus, dass das auch der Film gemeint. Tanz der Teufel, übelst geil, sollte man unbedingt sehen. Sam Raimi, Klassiker, ich glaube, der Tanz der Teufel 2 ist ein absoluter Klassiker. Armee der Finsternis und die Serie Ash vs. Evil Dead. Ja, geil. Also Leute, also ich feiere es. Es ist halt... dieses Grunzen ist so geil. Leute, wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst der Band unbedingt ein kostenloses Abo da. Einen Daumen nach oben. Wie gesagt, ihr findet... Nee, doch auch. Ihr findet sämtliche Links von der Band in der Videobeschreibung auch zu End War Records. Gönnt euch dieses geile Album Planet Terror von Scumtomi. Ich weiß nicht, ob man das richtig ausspricht. Und bin gespannt auf euer Feedback. Modernster, Brutal, Death Metal, ich feier es. Ganz liebe Grüße gehen raus an Rudi und seine Band nochmal für das Zukommen und auch hier dieses Pokémon Go Equipment, sage ich mal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.